Rucksack. Nein, dahin. Zack, zack, zack. Zack, zack und dann zack, zack. So rum. So und dann da, da. So, na. Ja, wir haben es auf jeden Fall gleich geschafft. Keine Sorge, es geht gleich weiter. Das reguläre Programm läuft wieder bald, hoffe ich. Muss ich gerade, die ganze Zeit muss ich gerade so an Dangerous denken, dieses Lied von David Guetta, was wahrscheinlich von euch keiner mehr kennt. Wer ist David Guetta? Das war so einer damals im Krieg, ja. Nee. 2014, ja, in meiner Jugend, da war ich noch jung. Da gab's das noch, da war das noch in, aber heute ist er ja, keine Ahnung, hat aufgegeben mit der Musik. Ja, was weiß ich. Die meisten Künstler geben ja wegen Drogenproblemen auf oder so. Oder werden schlechter und geben dann auf. Und, aber ich denke mal nicht, dass das bei allen Künstlern so wird. So. Manche werden natürlich auch Meth-abhängig, keine Ahnung. Ah ja. Ach nö. Aber zumindest haben wir jetzt eine direkte Verbindung nach oben. Mehr oder weniger. Ich hole nochmal ein paar Fackeln, hole eine neue Spitzhacke und dann mache ich die Monster wieder an. Und hier, ne? Hier muss unbedingt zu. Ohne Witz. Wieso sage ich heute so oft ohne Witz, ey? Ich verstehe das manchmal nicht. Was ich hier immer so raushaue, ne? Guck mal, den Weg sind wir ewig nicht mehr hochgegangen. Wir sind immer nur runtergegangen. Weil wir tausendmal gestorben sind. Ja, Premiere. Nach einer Stunde Aufnahme gehen wir diesen Weg zum ersten Mal hoch. Wie oft sind wir runtergegangen? 5, 6 Mal. Oh Mann, oh Mann. Uns ist echt nicht mehr zu helfen. Also vor allem mir. So, zack, zack. Hier noch weiter und jetzt sind wir endlich da, Alter. Dauert ja eine halbe Ewigkeit, bis man mal einmal hochgelatscht ist, nur. Ach ja, und jetzt, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe mal ganz hoch, aber erst gucke ich hier mal nach den Pilzen. Ah, ist sogar schon einer mehr geworden, tatsächlich. Der kommt da rein. Und andere Dinge kommen auch rein, wie zum Beispiel die Sachen oder die Emeralds. Nee, die Erde brauche ich. Kann auch ein bisschen Dingens anbauen. Oder warte mal. Wir haben doch eine Holzhacke, dann nehme ich erstmal die. Anstatt diese andere Hacke da. Diese Hacke dicht. Oh Mann, der war wieder schlecht. Er war richtig flach. So. Ach stimmt, wir haben ja oben noch gar kein Wasser. Scheiße. Aber wir haben zumindest was, wo wir... Ah ne, das mache ich mal nicht. Ich setze den mal direkt hierher, oder? Hier bauen wir uns immer hoch. Okay, hierher. Da wächst er nämlich nicht hier unbedingt raus aus dem Zeug. Und dann hole ich mir jetzt mal einen Wassereimer. Für unser Feld oder für ein Feld. Oder wir bauen einfach unten was an. Ja, ich denke mal, das wäre besser. Weil oben passt das nicht so richtig. Ich hätte gleich mal ein bisschen Sand oben lassen können, aber YOLO. Ach so, wir können auch gleich Fackeln mitnehmen.
brauchen wir immer wieder. Jetzt haben wir zumindest eine Lebensversicherung durch den Setzling oder Baum, der da bald hoffentlich wächst. So, eine weitere Eisenspitzhacke mache ich natürlich auch. Warte, zack. Dann mache ich nochmal vorsichtshalber eine Steinspitzhacke. So. Die Golderze könnte ich theoretisch schon mal schmelzen, wenn ich genug Dings hätte. Den Ton. Den crafte ich ganz kurz mal zusammen. Guck mal, da haben wir schon 23 zusammen. Das ist ja schon einiges. Ich dachte, da kriegt man viel weniger raus, aber... Ja, ist doch eine ganz stattliche Zahl, will ich mal meinen. Was wir natürlich unbedingt auch noch brauchen, ist ein Schwert. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Na super. Ja, ganz toll. Wie kann man nur das Schwert vergessen, ey? Ich bin enttäuscht von mir selber, auf jeden Fall, immer wieder. So, hier kommt Dingens hin. Nein! Scheiße. So. Was ist jetzt alles kaputt gegangen? Alles, ne? Ja, natürlich. Oh, yo, Alter, yo. Da ploppt da einmal ein Wasser raus, ja? Da ist gleich alles weg hier an Fackeln und so weiter. Boah, Alter, das fuckt ja ab. Also richtig. Boah, Alter, mal übertreib nicht. Yo. Bist da... Oh, Alter. Jo. Ich setze jetzt hier mal auf den Boden. Ja, natürlich. Flute doch alles. Flute doch die ganze Welt einfach. Ja, warum nicht? Macht doch Spaß. Vor allem für mich macht Spaß. Also vor allem mir macht Spaß. So rum. Nicht für mich. Was ist das für ein Satzbau schon wieder? Für mich macht Spaß, Alter. Guck mal, da ist noch Eisen. Gold meine ich. Hä, wieso Eisen, Alter? Ich glaube, ich nehme wieder ein bisschen zu lange auf für heute. Ich muss langsam mal Schluss machen. So die Tage. Die Tage mache ich mal wieder eine Pause, ja, ja. Wir nehmen jetzt schon wieder 3 Wochen auf, ununterbrochen, ohne Pause, ohne Punkt und Komma. Da können wir ja mal wieder ein bisschen zurückfahren. So ganz langsam. Aber wirklich nur langsam. Nö, nö, nö. Wir wollen es ja mal nicht hier tot machen. Tch, was laber ich für eine Scheiße, ey. Das ist wirklich so ein Anzeichen dafür, dass ich zu lange aufnehme. Ja, oder es kann auch ein Anzeichen dafür sein, dass ich zu viel Stress habe, denn die nächsten Tage, gell, fängt Varro 2 an. Und ich habe jetzt schon genug Let's Plays zu gucken. Und alles, was soll ich denn dann machen? Wenn auch noch Varro anfängt, Alter. Da sitze ich ja nur noch vor Let's Plays, aber da habe ich auch keinen Bock drauf. Auch keine Zeit vor allem. So. Zack. So, aha. Hier also. Tschüss. Wieso sage ich immer tschüss? Tja. Zack, zack. So. Jo,
Zack. Ich baue ja wirklich alles zu, damit wir schön sicher haben und so, ne? Muss ja mal Wert gelegt drauf werden. Wert gelegt drauf werden. Hä? What the fuck? Muss man ja immer Wert drauf legen, dass ja alles sicher ist, ne? Jojo. Aber manchmal haue ich ja echt Sachen raus an Versprecher, das glaubt er nicht. Na gut, er hört's ja, aber er glaubt's wahrscheinlich trotzdem nicht. Weil es einfach so retarded und behindert kann man gar nicht sein, Also ganz ehrlich, da habe ich mir von Ihnen anderes vorgestellt. Da muss ich ja dann auch mal sagen, nee, Sie können wir nicht annehmen. Oh. Hä, wieso haben wir hier... Hä? Wieso ist denn hier noch Sand? Junge, kannst du mir das erklären, Jon? Lernen. So, Zack. Nee, warte, hier. Oh. So. Da fällt mir gerade eine lustige Geschichte ein, ja. Also beim privaten Facebook-Account, ne? Oder soll ich das hier erzählen? Ich weiß nicht, kann ich das hier erzählen? Ne, komm, das lasse ich erstmal. Boah, yo, Alter, das ist auch schon eine lustige Geschichte. Die erzähle ich mal wann anders, vielleicht, aber nicht jetzt. Soll ich die erzählen oder nicht? Bin ich gerade so ein bisschen zwiegespalten, weil ich habe hier eh nichts zu reden. Groß. Oh, es liegt richtig lustig einfach. Soll ich es mal erzählen?